Du bist von einem Meniskusriss betroffen und möchtest etwas über dieses Krankheitsbild erfahren, aber auch Übungen kennenlernen, welche du jetzt machen kannst, dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Lars und damit herzlich willkommen bei Erlebe Gesundheit. Wir starten sofort nach dem Intro. Vorweg eine kurze Information. Das heutige Video ist das erste Video aus einer kompletten Playlist zum Thema Meniskusriss und dient der Übermittlung von Informationen und Erklärungen rund um das Schmerzbild Meniskusriss. Denn aus meiner Sicht ist es immer sinnvoll, ein Schmerzbild zu verstehen, um zu wissen, warum soll ich Dinge tun oder warum soll ich sie eben lassen. In den nächsten Videos arbeiten wir uns Stück für Stück durch die verschiedenen Übungen, welche du machen solltest. Klären wir zuerst einmal die Frage, was ist überhaupt ein Meniskus? Die Menisken sind halbmondförmige Scheiben aus dickem Faserknorpel. Sie dienen als Puffer zwischen Ober- und Unterschenkel. Zusätzlich absorbieren sie Rotations- und Kompressionsbelastungen und dienen zusätzlich der Stabilität im Kniegelenk. Die Menisken sind nur mit ihren Vorder- bzw. Hinterhörnern am Knochen befestigt. Das ist auch der Grund, warum sie relativ beweglich sind. Bei Kniestreckung wandern die Menisken nach vorne, bei Kniebeugung wandern sie nach hinten. Je nach Kniegelenksstellung absorbieren die Menisken 30 bis 70% der Last im Kniegelenk. Umso mehr das Knie gebeugt wird, desto höher wird die Last auf die Meniskushinterhörner. Nachdem wir geklärt haben, was ein Meniskus überhaupt ist, wollen wir jetzt wissen, was ist dann eine Meniskusläsion? Einfach gesagt ist eine Meniskusläsion eine Schädigung des Faserknorpels im Kniegelenk. Der Innenmeniskus ist aufgrund seiner Immobilität, da er mit dem Knieinnenband verwachsen ist, 20 mal häufiger von Verletzungen betroffen als der Außenmeniskus. Meniskusverletzungen treten sehr, sehr häufig in Zusammenhang mit Innenband- oder Kreuzbandverletzungen im Knie auf. Man unterscheidet bei Meniskusriss verschiedene Rissarten. Je nachdem muss ein Meniskus auch operiert oder eben nicht operiert werden. Ist der Riss relativ weit außen am Meniskus, kann er sehr wahrscheinlich wieder heilen, weil dort liegt der gut durchblutete Bereich. Umso weiter innen der Meniskusriss ist, bedeutet umso weiter weg von der Kapsel bzw. dem gut durchbluteten Bereich, umso geringer wird die Heilungschance. Welche Symptome habe ich bei einem Meniskusriss? Liegt ein kompletter Abriss, zum Beispiel eines Hinterhorns, vor, haben wir häufig mit Bewegungsblockaden zu kämpfen. Bedeutet, du versuchst, dein Knie zu beugen, aber es fühlt sich an, als wäre irgendwas im Weg, du kannst es nicht beugen. Weitere Symptome sind Schmerzen bei Innen- und Außenrotation, wenn du dein Knie gebeugt hast, und natürlich allgemeine Belastungsschmerzen im Kniegelenk. Sicher fragst du dich jetzt, und woher kommt der Meniskusriss, also was sind die Ursachen dafür? Sehr, sehr häufig ist es ein indirektes Trauma, bedeutet Rotationsbelastungen des flektierten und belasteten Kniegelenks. Ursache Nummer 2 ist ein wiederholtes Mikrotrauma. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel sehr viel in der Hocke arbeiten musst oder eben eine sehr stark kniebelastende Sportart ausführst. In diesem Falle sind sehr, sehr häufig die Meniskushinterhörner betroffen. Wie wir vorhin schon kurz angeschnitten haben, kann es natürlich auch eine Begleitverletzung sein, zum Beispiel eines Bänderrisses oder auch bei Kniegelenksarthrose. Chronische Kniegelenkinstabilität oder ein allgemein fehlendes vorderes Kreuzband können auch die Ursache sein. Auch eine in Anführungszeichen falsche Fußstellung kann auf Dauer einen Meniskusriss durch die vorhin angesprochene wiederholte Mikrotraumatisierung hervorrufen. Beispiele hierfür sind zum Beispiel X- oder auch O-Beine. Als letzte Ursache kannst du natürlich auch Pech gehabt haben in der Genlotterie und hast eben Meniskusgewebe, was sehr früh degeneriert.
Bevor wir zu den Kontraindikationen, sprich den Dingen, die du jetzt unbedingt vermeiden solltest, kommen, lass diesem Kanal doch sehr gerne kostenlos unten ein Abo da, um die zukünftigen Videos zu diesem Thema nicht mehr zu verpassen. Zu den Kontraindikationen, sprich den Dingen, die du jetzt vermeiden solltest, zählt erstmal Training im starken Schmerzbereich. Außerdem noch Rotationsbelastungen im Kniegelenk, lange und anstrengende Bergabläufe und starke Kompressionsbelastungen. Kompressionsbelastungen entstehen vor allem durch die Intensität der Muskelaktivierung. Bei Übungen im geschlossenen System, zum Beispiel eine Kniebeuge, nimmt die Kompressionsbelastung mit steigendem Beugungsgrad im Kniegelenk zu. Bedeutet, wenn wir in den nächsten Videos eine Kniebeuge ausführen, machen wir die überwiegend mit leicht vorgebeugtem Oberkörper und nur bis etwa 60 Grad Knieflexion. Übungen im offenen System, wie zum Beispiel ein Beinstrecker, sind anfangs in Winkelbereichen von etwa 10 bis 70 Grad Knieflexion meistens sehr problemlos. Und jetzt haben wir es schon ein bisschen angeschnitten. Der letzte Punkt ist somit starke Knieflexion, also sprich 80, 90 Grad und mehr, sollten am Anfang vermieden werden. Natürlich ist es Ziel, dort irgendwann wieder hinzukommen, weil es ist natürlich auf Dauer kein Zustand, wenn du sagst, ich darf immer nur bis 60 Grad beugen. Das macht ja auch dann keinen Spaß mehr. Wichtig, es gibt Operationstechniken, bei denen du tatsächlich aufgrund der Nähtechnik, da kenne ich mich allerdings nicht so gut aus, das besprichst du bitte nochmal mit deinem Arzt, eben tatsächlich nicht mehr über diese 60, 70 Grad beugen darfst. Solltest du davon betroffen sein, durch eine Operation wird dein Arzt dich dahingehend aber aufklären. Und jetzt kommen wir zu einer der wichtigsten Fragen, und zwar: Muss ein Meniskusriss operiert werden? Studien zeigen, dass die Übungstherapie, also das, was du zum Beispiel mit deinem Fitnesstrainer oder Physiotherapeuten machst, die beste Behandlungsform ist. Somit ist eine Arthroskopie im Hinblick auf die Funktionsfähigkeit, die Leistung und das Schmerzempfinden nicht die bessere Wahl. Eine Placebo-OP, also eine Schein-OP, scheint gegenüber einer normalen OP nach 60 Monaten keine Vorteile zu haben. Eine Meniskus-OP führt sogar nachweislich zu einem erhöhten radiologischen Arthrose-Risiko. Solltest du allerdings relativ häufig von den anfangs angesprochenen Knieblockaden betroffen sein, dann solltest du schon über eine OP nachdenken. Die Frage ist jetzt noch: Was sind die Trainingsziele, die wir zusammen in der Trainingstherapie erreichen wollen? Erstmal ganz klar die Verbesserung der Stoffwechselsituation des Meniskusgewebes. Punkt 2, eine Verhinderung einer vorzeitigen Arthroseentstehung im Kniegelenk. Wichtiger Punkt natürlich, die knieumgebende Muskulatur soll gestärkt werden. Punkt 4, wir wollen die volle Beweglichkeit wiederherstellen. Punkt 5, allgemeines Beinachsentraining. Und Punkt Nummer 6, die Verbesserung der Propriozeption im Kniegelenk. Dann stellt sich jetzt die Frage, wie sieht denn dann die Therapie aus? Also wie ist das Ganze aufgebaut? Wichtig ist hier, jeder Mensch und jeder Meniskusriss ist super individuell und jeder Mensch ist auch komplex und reagiert anders auf Trainingsreize, auf Schmerz etc. Bedeutet, ich gebe dir jetzt hier nur einen ganz groben Umfang, wie so in etwa die Therapie aussieht. Wie das genau gemacht wird, besprichst du bitte mit deinem Arzt bzw. später mit einem Physiotherapeuten vor Ort. Da ist nur über YouTube das Ganze zu machen, in meinen Augen nicht der richtige Weg. Die Reha unterteilt sich in etwa 4 Phasen. Phase Nummer 1 sollte dabei aber unbedingt bei einem Arzt bzw. Physiotherapeut durchgeführt werden. Phase Nummer 1 geht etwa 1 bis 4 Wochen, also es ist wirklich die akute Anfangsphase, in der wir erstmal die Beweglichkeit verbessern wollen. Bedeutet, wir wollen die volle Kniestreckung hinbekommen und wir nähern uns auch an die Beugung an. Und zwar so, dass wir auf etwa 120 Grad Knieflexion kommen. Außerdem wollen wir natürlich die Schwellung ums Kniegelenk rum
reduzieren und somit letztendlich auch dein Gangmuster bzw. dein Gangbild verbessern oder normalisieren. Außerdem fängt man mit leichten Kräftigungen an, um eine für dich gute Quadrizepsfunktion herzustellen. Phase 2 kommt dann im Anschluss ab Woche 4 bis etwa Woche 6. Hier beginnen wir dann schon mit dem Krafttraining. Du solltest dann auf deinem operierten Bein etwa 70% der Last benutzen, die du auf deinem gesunden Bein benutzt. In der Zeit solltest du wieder Treppen steigen können, ohne Schmerzen, beziehungsweise das sollte erlernt werden. Wir starten mit funktionellen Übungen, also sowas wie eine Kniebeuge. Natürlich noch in einem etwas abgespeckteren Winkel, vielleicht 60 bis 70 Grad Knieflexion. Und die Reaktionsgeschwindigkeit sowie auch die Propriozeption versuchen wir hier zu verbessern. Übungen wie zum Beispiel Einbeinstand werden hier trainiert. In Phase 3, in Woche 6 bis 8, versuchen wir dann langsam das Krafttraining etwas zu intensivieren und gehen auf etwa 80% der Kraft des normalen bzw. gesunden Beines. Außerdem fängt man langsam an, wieder die Sprungkraft und somit natürlich auch die Landung zu trainieren. Schnellkraft und Schnelligkeitsausdauer werden außerdem hier angefangen, langsam wiederherzustellen. In Phase 4, das ist dann die Zeit nach den 8 Wochen, probieren wir natürlich die Kraft noch weiter zu steigen. Hier solltest du in etwa 90% der Kraft des gesunden Beins wieder haben. Die Schwellung sollte komplett abgeklungen sein und du solltest psychisch wie auch physisch wieder voll belastbar sein. Wie gesagt, das waren jetzt nur ganz grobe Richtwerte, die bei jedem individuell sein können und darum ist es so wichtig, dass du dich unbedingt gerade in der Anfangsphase in professionelle Hände bei einem Physiotherapeuten begibst. Je nachdem, wann du dieses Video guckst, kannst du gleich neben mir schon auf den zweiten Teil mit den Übungen klicken. Ich verlinke dir aber natürlich nochmal sämtliche Videos unten in der Videobeschreibung. Schau doch da einmal drüber, dass du auf keinen Fall eins der Videos verpasst. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir fürs Zuschauen und wir beide sehen uns gleich wieder in meinem nächsten Video bei Erlebe Gesundheit.